Hallo und herzlich willkommen im CarRanger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2009er BMW 335d als Coupé. Und er ist der Beweis, dass man Coupé und Diesel sinnvoll miteinander kombinieren kann. Der 3er BMW ist der beliebteste Gebrauchtwagen auf den deutschen Gebrauchtwagenbörsen. Und wenn man dann noch unter 30 ist, dann denkt man sich, ja, ein Coupé soll es doch eigentlich sein. Das ist die schöne Variante, die auch ein bisschen unpraktischer ist. Und beim E46, da war das vielleicht noch einfach, weil ob ich jetzt ein Coupé habe oder eine Limousine oder ein Touring, Cabrio, alles ist E46. Hier hat man das dann ein bisschen differenziert. Das heißt, der E90 ist die Limousine. Den E91 haben wir uns schon mal angeschaut, den Touring. Und heute haben wir also 92 das Coupé. Und die sind 2006, also ungefähr ein Jahr nach der Limousine auf den Markt gekommen und wurden bis 2013 gebaut. 2010 gab es da einen Facelift. Das heißt, wir sehen hier, ein 2009er ist das Vor-Facelift-Modell. Da haben wir allerdings so die ein oder andere Überraschung. Und wir werfen heute mal einen Blick drauf. Coupé und Diesel, funktioniert das irgendwie? Weil vor allem bei Cabrios sagen wir immer, Cabrio und Diesel ist schwierig. Bei Coupés sieht es zum Teil ein bisschen anders aus. Ja, und dabei fangen wir eben damit an, wie er aussieht, nämlich bei der Optik, gehen dann zum Innenraum, der Technik, fahren mal eine Runde, gucken, wie sich das anfühlt und finden dann auch ein Fazit samt CarRanger Score. Auf jeden Fall steht er hier sehr schick neben uns in dem Alpine Weiß 3. Das heißt, die Farbe ist sehr erfolgreich, denn es ist bereits die dritte Version davon. Wir sehen auch, dass wir hier das M-Sport-Paket mit an Bord haben, was aus meiner Sicht bei einem 335 mit dazugehört. Bei einem 320d oder bei einem 325 würde ich sagen, ja gut, ist vielleicht auch so ein bisschen was Komfortableres. Aber wer ein 335, das Maximum, was geht in Sachen Diesel, sich bestellt, der sollte auch das M-Sport-Paket mit dazu nehmen. Den deutlichsten Unterschied zum LCI, dem Lifecycle Impuls, sieht man hier in den Scheinwerfern. Die sind ein bisschen kompakter, ein bisschen schmaler gezeichnet. Und ich persönlich muss sagen, finde ich auch ein bisschen schicker, weil das Auto an sich ist sehr athletisch sozusagen und nicht sehr breit gebaut. Und wenn man dann so diese etwas traurigen Scheinwerfer in der großen Form hat, dann muss ich sagen, passt das nicht so ganz mit in die Optik rein. Und in dem Fall sehen wir, ja gut, so 100% original ist er vielleicht nicht, aber er hat die Teile bekommen, die mir persönlich Spaß machen. Denn wenn ich hier an den Felgen lesen kann, BMW Individual, und ich hatte auch mal ein ähnliches Design auf einem Z4 drauf, die finde ich wirklich schick. Und vor allem auch die Farbkombination mit dem Grau zum Weiß, das sieht wirklich gut aus. Und höhenmäßig sind wir ja genau da, wo wir sein sollen, nämlich erlaubt, aber tief. Ja, und an sich ist das ja auch kein hohes Auto. 1,38 Meter wäre er jetzt hoch, wenn er nicht ein Tick tiefer wäre. Und dabei ist er 4,58 Meter lang. Ja gut, 4,58 Meter, typisches Mittelklasse-Maß. Erstmal keine Überraschung. Das Interessante ist allerdings, er ist damit 5 cm länger als die Limousine. Das heißt, wenn ich das sportlichere, schickere, unpraktischere Auto haben will, ist es in dem Fall tatsächlich länger. Ob das wirklich Sinn macht, wage ich zu bezweifeln. Sinn macht die Form auf jeden Fall. CW-wertsmäßig ist man auf 0,28 damals gekommen. Das ist ein wirklich sehr guter Wert. Diese Spiegel finde ich unglaublich schick. Wenn man nämlich die vom Facelift sieht, dann denkt man sich, ach, die sind so groß und klobig geworden. Ist wieder Gesetzgebung, was habe ich an Spiegelfläche und Co. Und die sind tatsächlich unendlich schön. Und wenn man hier dann so unterwegs ist, ja, sieht man im Sportpaket, also Hochglanz-Shadowline. Und früher hatte man immer das Problem, ja, die werden doch so fleckig und Co. Das Auto wurde einfach nur übertrieben gepflegt und deswegen sieht man es nicht. Was man aber sieht, ist, dass hier die oberste Kante so ein bisschen silbrig wird. Kann man also drauf achten. Würde mich jetzt nicht riesig stören, vor allem wenn man bedenkt, was die Teile im Tausch kosten, wenn ich jetzt sage, ich will das natürlich alles neu haben, damit es entsprechend schick aussieht. Dazu gibt es auch hier natürlich BMW Performance, die Carbonlippe steht in Kombination mit dem Weiß gut da. Natürlich muss man beim Tunen immer so ein bisschen aufpassen, wo ist so die Grenze zwischen, ich mache es mir ein bisschen hübsch und alle anderen denken, ach, was ist denn mit dem Typ los? Aber dadurch, dass man hier das Gesamtpaket betrachten kann oder auch viel miteinander kombiniert hat, ist das wirklich schick. Und dann, wer bestellt eigentlich einen 35D? Weil klar, der kostet Aufpreis, ich kann keinen Handschalter bestellen und so weiter. Gibt es ein paar Einschränkungen. Und beim Facelift, die 245 PS Diesel, die gehen doch fast schon genauso gut. Ja, ein Grund ist auf jeden Fall hier unten zu finden, nämlich die Endrohre. Das heißt, bei der Generation von 3ern war es eigentlich ziemlich simpel. Nämlich
okay, ich habe einen Vierzylinder, also habe ich ein ovales Rohr. Ich habe einen Sechszylinder, also habe ich zwei Rohre. Und ich habe die Topmodelle 35i, 35d. Das heißt, ich habe die Rohre noch auseinandergezogen, so verteilt. Das war auf jeden Fall eine Aussage. Dass heutzutage ein 320D bereits die gleiche Optik von hinten hat, ist da vielleicht ein bisschen schade in dem Vergleich. Rückleuchten hier sind auch ein Tick dunkler und das sieht gut aus. Ich persönlich mag diese Kombination aus der moderneren Technik, die wir innen finden, mit der Vor-Facelift-Optik. Das ist halt tatsächlich gelungen. Und wenn wir dann jetzt hier mal reinschauen, dann sehen wir, ja, das ist natürlich die schickeste Farbe, die man überhaupt haben kann. So ein richtig schöner Hellgrauton. Was allerdings gut hier ist, ist, wie praktisch das Ganze ist. Ich kann ja nämlich einmal ziehen und dann klappt tatsächlich meine Rückbank um. Das haben wahrscheinlich nicht alle mitbestellt. In dem Fall haben wir halt eine sehr gute Ausstattung. Und das macht das Auto auch gut nutzbar. Vorausgesetzt, ich habe einen sehr langen, flachen Gegenstand, den ich hier reinschieben möchte. Weil das Problem ist halt tatsächlich diese Fläche hier. Das ist so eine Elle tatsächlich von der Länge her. Das heißt, ich bekomme nichts Sperriges rein. Und insgesamt bekomme ich 430 Liter rein, was 10 weniger sind als bei den nicht 35Ds. Warum das genau ist, wird wahrscheinlich einer von euch in den Kommentaren jetzt minutenlang niederschreiben. Ich denke, es ist aber völlig egal, ob man jetzt 430 oder 440 Liter hat. Den meisten Coupé-Fahrern, denen wird es auch egal sein, ob ich den hinten Platz habe und jemand mitnehmen kann. Denen ging es um die Optik. Und da ist eigentlich das, was am meisten auffällt, wie stark das Coupé differenziert ist von der Limousine. Das heißt, man hat andere Scheinwerfer, man hat eine ganz andere Formgebung, er ist sogar 5 cm länger. Man hatte tatsächlich auch die Idee, ihn nicht mehr Dreier, sondern Vierer zu nennen. Das hat man dann aber erst eine Generation später umgesetzt. Aber es gibt auf jeden Fall riesige Unterschiede. Innen sind die Unterschiede dann ein bisschen kleiner. So, und jetzt ist natürlich so das erste Highlight. Ich kann mit dem Sitz hier nach vorne fahren. Bei elektrischen Sitzen wartet man immer einen Moment. Und einmal vorklappen. Dann ist der Einstieg eigentlich ganz einfach. Und in dem Moment rutsche ich auch schon direkt nach hinten und kann hier durch die getönte Scheibe schauen. Und ihr seht mich wahrscheinlich nur noch ja, so ein kleines bisschen. Was ich gut finde hier hinten ist, ich habe einerseits dieselben Dekorelemente wie vorne. Das ist gut. Und ich habe vor allem auch Lüftungsdüsen. Also das heißt, in vielen Coupés hat man ja das Problem, dass man hinten quasi keine Luft bekommt. Auch an so einem Tag wie heute bei über 30 Grad. Und hier habe ich eine eigene Luft. Ich kann noch bestimmen, wie viel ich bekomme. Und ich habe mehrere Ablagefächer. Das heißt, ich habe eins, wo ich mein Handy einfach drauflegen kann. Ich habe auch noch eins weiter hinten, wo ich meine Kleinigkeit reinlegen kann. Ich habe natürlich auch einen Ascher hier, der zum Glück nie benutzt wurde. Und wir sehen auch schon, ich habe das große Individual-HiFi-System. Zu dem kommen wir dann vorne noch so eine Sekunde. Es ist auf jeden Fall hier hinten ein Ort, wo ich mehr bekomme als erwartet. Also egal, ob es jetzt Beleuchtung ist oder zum Beispiel auch Haken, an denen ich etwas aufhängen kann. Zusätzlich habe ich hier hinten auch noch eine Mittelarmlehne mit Getränkehaltern. Ja, einem Feature, was bei BMWs in der Zeit gar nicht unbedingt selbstverständlich ist, vor allem vorne. Wenn man sich da mal so hinsetzt, dann auch so. Ich habe eine Armlehne hier, drunter auch nochmal mit diesen Aluleisten in der Gletscheroptik. Ich habe auch hier noch die Mittelarmlehne dazu und dann sitze ich schon ganz gut. Dann ist nur die große Challenge, wenn ich jetzt den Sitz einmal nach hinten klappe und dann natürlich denke, ja gut, ich fahre wieder so ein bisschen in eine Sitzposition für vorne. Da muss man sagen, das geht eigentlich ganz gut hier hinten. Also wenn man es zum Beispiel mit einem Mustang vergleicht, der ähnlich groß ist, sitzt man hier hinten wirklich luxuriös und kann das genießen. Von daher muss ich sagen, ist das tatsächlich so ein Coupé, wo man auch mal zu viert längere Strecken damit fahren kann. Wer jetzt natürlich sagt, ich nehme ständig Leute mit, der wird sich allein schon deswegen eine Limousine holen, weil immer dieses Ein- und Aussteigen, das heißt, irgendwann werden diese Leisten und alles sich so ein kleines bisschen abnutzen. Aber hier hinten bin ich sehr positiv überrascht. Das Highlight ist allerdings vorne. Ich sehe da nämlich das neuere Navi. Ich sehe auch ein richtig schickes Lenkrad. Von daher springen wir jetzt direkt einmal zusammen nach vorne. So, beim Einstieg fällt nicht nur die Einstiegsleiste auf, sondern vor allem die Tür. Die ist logischerweise eine ganze Ecke länger und massiver als beim Touring oder auch bei der Limousine. Sie hat allerdings hier innen noch ein paar Highlights. Das heißt, ich habe dieses durchgehende Zierelement, das ist deutlich größer und gibt einen schönen Look. Ich habe aber hier oben unter dieser Zierleiste dann auch nochmal so eine Ambientebeleuchtung. Ja, darauf musste ich sonst verzichten, aber klar, ich habe ja auch mehr Geld ausgegeben für das unpraktischere Auto. Aber das war dem Erstbesteller von dem Auto wahrscheinlich wahrlich egal, denn er hat ein paar
interessante Kreuzlinge setzt. Ich möchte einen weißen mit M-Sport-Paket versehenes Coupé mit dem größten Dieselmotor, den ich bekommen kann. Und dann diese Farbkombination mit dem Sattelbraun in. Und dann sehen wir aber auch zum Beispiel hier, er hat bei Haifi und Co. durchaus das ein oder andere Kreuzchen gesetzt. Diese Farbkombination finde ich sehr gut. Egal, ob das Auto jetzt unbedingt draußen weiß ist oder schwarz ist, egal. Aber das Braun finde ich gut. Dadurch, dass ich hier viele dunkle Elemente habe. Mein Armaturenbrett ist wirklich sehr dunkel. Ich habe natürlich auch einen schwarzen Himmel. Und das bringt alles eine gewisse Wertigkeit. Und wenn ich dann so einen farblichen Kontrast habe, finde ich persönlich das Ganze sehr gelungen. Und gelungen, wie gesagt, finde ich auch die Kombination zwischen technischen Neuerungen und der Vor-Facelift-Optik. Ja, warum eigentlich technische Neuerungen? Wenn man hier mal so auf das iDrive schaut und vor allem dann auch das Ganze hier mal anhat, dann sieht man, ja Moment, CCC, CIC, wo bin ich denn hier eigentlich unterwegs? Das heißt, die ersten iDrives, da hat man von dem CCC gesprochen und das ist dann schon das CIC. Da profitiert er so ein bisschen davon, dass das Facelift beim Touring und bei der Limousine schon durch war. Die haben nämlich Ende 2008 das Facelift bekommen. Dabei gab es dann die neue Navi-Generation und das hat man bei den Coupés und bei den Cabrios natürlich direkt mit übernommen, obwohl ja die äußeren Veränderungen noch gar nicht so weit waren. Das System funktioniert zügiger und vor allem ist deutlich aufgeräumter als das, was man vorher hatte. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man dann wirklich den Benchmark gesetzt hat in Sachen Bedienqualität. Ich habe natürlich auch mehr mehr Einschlussmöglichkeiten als das, was es vorher gab. Und ja, einstecken kann ich ja auch was. Das klassische AUX gibt es noch, es gibt auch USB. Ich kann aber auch mit der Combox halt noch das eine oder andere mehr anschließen. Sowas auch wie natürlich Freisprechen und ähnliches. Das sind dann schon die tatsächlich Standardaufgaben, die man irgendwo erfüllt. Spannender ist dann eher, dass ich solche Themen wie Office und Co. habe. Wird wahrscheinlich nie jemand benutzen, aber die Navigation ist auch für heutige Verhältnisse noch aktuell, weil ich einfach schnelle Reaktionsgeschwindigkeiten habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier unterwegs bin und ich verändere mal einen Karten Zoom und ähnliches, das geht zügig und fix und ich habe da keine große Verzögerung drin und das sind halt die Punkte, die mir heute noch einen Mehrwert bringen, damit sich ein Auto modern anfühlt. Dafür ist auch immer wichtig, wie sitze ich denn und wie fühlen sich die Dinge an, die ich ständig irgendwo in der Hand habe. Und da muss ich sagen, die Sitze sind auch für heutige Verhältnisse noch gut. Ich habe einfach viele Einstellungsmöglichkeiten, kann ihn so eng oder so weit machen, wie ich ihn wirklich haben möchte, sitze dadurch bequem und vor allem, ich habe halt auch eine Oberschenkelauflage, die ich noch so ein Stück mit nach vorne ziehen kann. Einfach, wenn man ein bisschen größer oder eben ein bisschen kleiner ist, passt das gut. Ja, und dann muss man sich denken, ja gut, wir haben jetzt hier einen Diesel, der wurde natürlich im Laufe der Zeit schon den einen oder anderen Kilometer gefahren, da leiden meistens die Lenkräder und in dem Fall wurde das Lenkrad mal neu bezogen. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe ein neu bezogenes Lenkrad mit Alcantara, ich habe die Sitze, die sich noch wirklich gut anfühlen und ich habe auch hier wieder die M-Performance-Teile, dadurch alles, was ich berühre, hat eine hohe Wertigkeit und man hat nicht dieses Gefühl, ah, ich habe ein 10 Jahre altes Auto, wo alles schon so ein kleines bisschen abgegrabbelt ist und das ist wirklich gut. Ja, gut ist, wie gesagt, auch Multimedia, wobei halt viele gesagt haben, ach, bei meinem E46, da war alles so schön zu mir gedreht, ich war der Fahrer, alles war auf mich bezogen. Das ist hier halt ein bisschen verloren gegangen. Das Ganze ist so minimal zu mir eingeneigt, ist allerdings deutlich besser zugänglich für den Beifahrer. Klimaanlage und Co. ist natürlich super easy zu bedienen. Und hier mit dieser Schalterleiste hat man sich bei BMW, glaube ich, keinen Gefallen getan. Weil dieses Auto hat quasi alles mitbestellt, was irgendwo geht, bis auf ein paar Sachen wie ein Heckrollo, was ich vielleicht hätte. Aber ich werde hier immer Blindtasten haben, weil ich müsste dann zum Beispiel sagen, okay, ich habe auch noch ein Allrad, damit ich die Bergabfahrhilfe habe, dann hätte ich hier eine Taste mehr, das Heckrollo. Aber wirklich alle in einem Auto voll zu haben, ist schwierig. Da finde ich wahrscheinlich deutlich mehr E60s, die eine durchgehende Schalterleiste haben. Das ist hier halt eine Seltenheit. Die Leisten sind, ja, so wie ich sie kenne, vor allem bei den Facelift-Modellen vom Touring und von der Limousine häufiger zu treffen, finde ich deutlich schicker als die ohne Struktur, weil dadurch, dass ich halt noch dieses leichte Muster habe, fühlt es sich besser an und wirkt vor allem auch stabiler. Und wenn man hier drüben mit der Hand ist, merkt man, oh ja, hier hat jemand richtig viele Häkchen gesetzt, denn ich habe tatsächlich die legendären Getränkehalter. Das heißt, bei vielen hat man da einfach nur so eine blanke Leiste, beziehungsweise hat halt nicht dieses Element, wo die Getränkehalter drin sind. Und das ist ein Highlight, wo tatsächlich nicht jeder Besteller das Geld mit in die Hand genommen hat. Vor uns ist das Kombi-Instrument und ja, da sieht man so die klassischen BMW-Tugenden, wie ich habe diese momentanen Verbrauchsanzeige in analoger Form. Ich habe ein kleines digitales Element, um mir sowas wie meinen Verbrauch anzuzeigen. Vor allem sehe ich aber, dass es ein Diesel ist, der bis 5000 drehen will. Und das ist halt hier so das große technische Thema, was wir uns gleich anschauen.
Licht, Tempomat, alles ist eigentlich ja gut zugänglich zu finden. Ganz spannend ist halt bei den BMWs heute, Tempomat ist wieder aufs Lenkrad gewandert. Beim E46 war auf dem Lenkrad, hier habe ich halt einen separaten Hebel, weil man damals gesagt hat, hey, Multimedia ist unsere Stärke. Deswegen hat man hier nur die Multimedia-Tasten mit drauf. Und wir sehen auch, ja, Automatik mit Schaltwippen in dem Fall. 6 Stufen haben wir zur Wahl, dazu kommen wir aber beim Fahren. Und bevor wir fahren können, muss man halt mal so einen Moment zur Technik kommen. Und da gehen wir jetzt hin und einfach natürlich der Form halber, wie sage ich das Raumangebot? Ich habe nach oben jede Menge Luft. Also egal, wie ich mich recke und strecke, komme ich nicht hin. Außer natürlich, falls mein Sitz nach oben und in der Länge passt es auch. Da ist es am ehesten so, dass das Ganze hier am Bein so ein kleines bisschen einschneidet. Das ist jetzt allerdings nicht zu wenig Platz für meinen Geschmack, sondern das ist ja nur die Frage, mag man das, dieses maßgeschneiderte? Oder sagt man, ich brauche das Ganze ein bisschen luftiger? Dann wäre das ein Grund dagegen. Aber der Motor ist auf jeden Fall kein Grund dagegen. Deswegen ist es jetzt mal Zeit, tatsächlich zur Technik zu gehen. Dann kommen wir zum eigentlichen Grund, warum wir hier sind, beziehungsweise warum ich gesagt habe, man kann Coupé und Diesel miteinander verbinden. Denn wir haben uns ja schon mal ein 30D angeschaut, Facelift, Kombi, und sind dabei so ein bisschen auf die typischen Probleme der Baureihe mit eingegangen. Das heißt, das können wir heute ein bisschen kürzer fassen, sondern eher so, was hat denn BMW damals gemacht? Was war das? Warum ist das für viele so ein Highlight gewesen? So 335D, das wird ein oder andere sagen, ja. Wenn sich BMW dran gehalten hat, ist das jetzt ein 3,5 Liter Diesel. So ist es nicht. Das heißt, man hat einen 3 Liter gehabt, aber dann mit 2 Turboladern anstelle mit nur einem. Und man hat auch nicht gesagt, wir machen 2 gleich große, sondern wir machen die in unterschiedlichen Größen, einfach damit ich Ansprechverhalten haben kann und halt auch die Top-Leistung irgendwo bringen kann. Und genau sowas haben wir hier. Das heißt, der Motor damals, also zum Beispiel im 535D, damals beim E60 rausgekommen ist, hat halt für viel Aufsehen gesorgt. Da war man bei 272 PS und alle so, was so viel Leistung aus einem reinen Sechszylinder Diesel. Hier hat man dann eine Generation später sogar 286 PS und 580 Newtonmeter bei 1645 Kilo. Und jetzt wird der ein oder andere auch wieder sagen, ja gut, aber wenn ich zum Beispiel einen 350 CDI von Mercedes habe, die mit 265 PS, die haben doch viel mehr Drehmoment. Also was heißt viel mehr? 40, das ist mal bei über 600 Newtonmetern. Warum hat man das so gewählt? Was ist so ein bisschen die Philosophie dahinter? Ich glaube, bei Mercedes sagt man einfach immer, ja, die Leute wollen doch inneren Drehmoment, gibt denen das rein, das fühlt sich dann schnell an. Und hier ist so die Thematik, dass man sagt, ja gut, aber das Problem von dem Diesel für viele war doch, der ist langweilig, der dreht nicht, der hat so ein kleines Band, wo ich ihn irgendwo benutzen kann, wo er halt anschiebt und dann wird es langweilig. Und hier sagt man halt, wir machen das mit den 2 Turbos und sorgen halt dafür, dass wir Drehfreude haben, dass wir auch einfach mal ein bisschen spritziger irgendwo unterwegs sind. Und man verzichtet vielleicht hier und da auf den ein oder anderen Newtonmeter, den man noch hätte rausholen können. Wobei dann bei späteren Motorvarianten hat man da auch zum Teil über 700 Newtonmeter. Also alles kein Problem. Kein Problem ist in dem Fall dann auch die Höchstgeschwindigkeit. Weil aber bei 250 wird, wie fast immer natürlich, dann irgendwo der Riegel gezogen. Und man sagt, okay, das ist jetzt das ganze Thema, ist schon durch. Und 5,9 Sekunden auf 100. Wenn man mal bedenkt, was 20 Jahre vorher so richtige Sportwagen gebracht haben, wo ich mir, was weiß ich, einen Porsche 911 gekauft habe, ich brauchte dann schon einen Turbo und Co., um auf ähnliche Fahrleistungen zu kommen, dann ist das natürlich sehr beeindruckend. Genauso auch dann zu sagen, ja, 6,7 Liter ist der Normverbrauch, den du damit schaffen kannst. Und ich denke, es ist mit dem Fahrzeug auch wirklich möglich, wenn man sehr vorsichtig und außerhalb der Stadt unterwegs ist. Das heißt, sich so einpendeln bei 8 Litern wird wahrscheinlich für viele einfach sein. Der Nächste sagt dann auch, ja, 7 Liter ist kein Problem. Aber irgendwo da spielt sich die Wahrheit ab. Jetzt immer konstant mit 6, fahren ist möglich, aber nicht unbedingt einfach. Und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, ich verbrauche immer 11, 12, 13 Liter, dann sollte man tatsächlich vielleicht mal seinen Fahrstil überdenken oder sein Fahrprofil, weil dafür muss man dann schon wirklich sehr ambitioniert sein. Ja, hier vorne, was sieht man eigentlich? Man sieht bei der Motorraumabdeckung, also bei der Motorabdeckung an sich schon, wie weit das Ganze nach hier hinten runter reingeht. Das heißt auch hier wieder so dieses typische, ich stelle mich mal auf die Höhe vom Rad hin und dann merkt man halt im Gegensatz zu zum Beispiel einem Audi aus der Zeit, habe ich tatsächlich alles so weit nach hinten gerückt, wie es irgendwo geht. Man kann natürlich auch die Turbos sehen, man hat hier ein bisschen Technik zum Anfassen, man merkt aber halt auch, es ist verdammt voll hier vorne. Klar, man hat es auch geschafft, einen Achtzylinder hier reinzubekommen, der dann halt natürlich ohne Turbos und Co. Von daher haben wir hier thermisch schon eine gewisse Belastung. Und diese Belastung ist natürlich auch für meine Vorderachse da. Wie bei allen BMW-Modellen, diese Last wird sich auf Dauer
ja, die setzt sich so ein bisschen nieder und dann muss ich mich um meine Achse kümmern. In dem Fall kommt das noch dazu, 580 Newtonmeter, das waren damals Werte, die man sich gar nicht richtig vorstellen könnte. Das heißt, meine Hinterachse denkt sich mit der Zeit auch so, ach, ich lass mich so ein bisschen gehen, kümmere dich mal um mich. Das heißt, wenn ich mir einen anschaue, natürlich Bremsenverschleiß, Verschleiß am Fahrwerk und Co. ist bei 35 Ds naturgemäß sehr hoch. Denn wenn ich nicht immer mal Autobahn ein bisschen zügiger fahre und dementsprechend auch ein bisschen sportlicher bremse, was auch hier und da meine Bremsscheibe verzieht, dann bräuchte ich mir eigentlich keinen 35D holen. Weil viele holen sich einen großen Benziner, um den Fahrkultur, die Fahrkultur und ähnliches zu haben. Aber da hole ich mir keinen 35D dafür, weil ein 30D läuft im Endeffekt genauso kultiviert. Das wäre also nicht der große Motivationsgrund. Von daher sollte man noch ein bisschen genauer drauf achten. Also Überschriften wie AGR, Dreiklappen und Co., die sind zum Teil auch schon in einem anderen Video gefallen. Da halten wir es jetzt heute uns mal ein bisschen zurück. Nur, was ich gerade noch gelernt habe, ja, wäre das Thema Riemenscheibe. Auch da ist wieder das Besondere. Er hat einfach mehr Drehmoment als all diese kleineren Motoren. Von daher werden Verschleißteile, die sonst bei 100.000 kommen, vielleicht eher bei 80.000 kommen. Nur so als Beispiel in der Rechnung. Einfach, weil hier die Belastung ein bisschen höher ist. Aber das ist doch alles. Das Wichtige ist doch eigentlich, dass er untenrum das gute Ansprechverhalten hat und dann obenrum die Leistung. Aber das ist doch das, was wir mal ausprobieren sollten. Weil das eigentliche Highlight ist ja, ich habe diese schöne Form und dann habe ich so einen Dieselnageln. Und ich behaupte ja immer noch, dass das Ganze gut zusammenpasst. Von daher hören wir es uns mal an. Ist das denn überhaupt ein Nageln und wie fährt es sich? Wenn man sich mit dem Dreier Coupé auf den Weg macht, an einem schönen sonnigen Tag, hier steht das Video wahrscheinlich eh im Winter bei Schnee, dann fällt einem auf, oh, hier vorne habe ich schöne große Fenster und da bekomme ich frische Luft und hinten kann ich mit meinen Scheiben einfach gar nichts machen. Das ist dann an Tagen wie heute ein bisschen traurig, weil der E46-Fahrer, der hat ja seine Ausstellfenster gehabt und freut sich da so ein bisschen drüber. Das ist ja abhanden gekommen. Dafür habe ich halt tatsächlich insgesamt sehr viel Scheibenfläche und dadurch auch eine ganz gute Übersicht. Das Highlight hier ist allerdings, ich mache das Auto an und ich habe diesen kultivierten Lauf vom 6-Zylinder-Diesel. Und manche sagen, ja, dass die 30 Diesel ein bisschen kultivierter laufen als die 35er. Und wenn ich jetzt so hier dahin rolle, denke ich mir so, das kann eigentlich gar nicht sein. Also so viel Luft ist zur damaligen Zeit, was die Technik angeht, gar nicht mehr nach oben gewesen. Und ich persönlich mag den reinen 6-Zylinder-Sound. V6, diese klingt meistens noch so ein bisschen ja, stämmiger, kräftiger. Aber diesen kultivierten Lauf, den muss man halt irgendwo mögen. Aber wenn man da im Boot ist, dann ist man halt bei BMWs aus der Zeit genau richtig. Und dann merkt man, ja eigentlich geht die Drehzahl selten so Richtung 1500 oder 2000 Umdrehungen, wenn man jetzt so dahin rollt. Und das ist halt so die große Stärke. Man hat halt Hubraum, man hat die 6-Zylinder und im Zweifel zwar dann auch die Turbos, aber davon merkt man jetzt so bei dem ersten Rollen erstmal gar nichts. Und dann hat man tatsächlich eine super Übersicht in diesen kleinen winzigen Spiegeln. Da erkennt man gut, warum sie beim Facelift größer geworden sind. Ja klar, das waren wieder Gesetzesvorgaben. Das heißt, der Spiegel ist wirklich sehr schick vom Spiegelglas. Und ich habe auch eine recht gute Rundumsicht. Meine C-Säule ist natürlich relativ massig. Das Schöne bei dem Auto ist, wenn ich in den Innenspiegel schaue, sehe ich tatsächlich meine Spoilerlippe. Das macht dann das Einparken natürlich ziemlich easy. Wobei natürlich viele von den 3er Coupés die Einparkhilfe mit an Bord haben. Und die würde ich auch empfehlen, vor allem hinten. Dann, wenn man das Auto vielleicht doch mal irgendwie an jemanden verleiht oder ähnliches, sollte man das mit haben. Und ihr habt gesehen, das Auto ist ziemlich tief. Und dafür muss ich sagen, egal ob es jetzt hier mal so ein paar Spurrillen sind, durch die man durchfährt oder auch wenn man so kleinere Stöße hat, das Auto ist dabei noch gut bequem fahrbar. Das heißt, die größte Herausforderung ist eher zu schauen, könnte ich irgendwo aufsetzen und ähnliches. Aber so dieser Fahrkomfort, der ist gegeben, wie es von den Geräuschen ist, ja, das müssen wir uns gleich noch anhören. Und was die Getriebe angeht, ja, da haben wir bei der Technik gar nicht drüber gesprochen, gab es ja auch verschiedene Varianten, weil wenn ich ein 35i zum Beispiel habe, gab es ja auch die Variante mit einem Doppelkupplungsgetriebe, während wir jetzt hier bei dem D mit einer klassischen Wandlerautomatik unterwegs sind. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja gut, aber die Doppelkuppler sind doch von der Schaltzeit viel besser. Und wenn jetzt die Ampel tatsächlich irgendwann von Rot auf Grün gehen würde, merkt man aber die große Stärke von diesen Getrieben, weil ich kann einfach besser rangieren und bin bei den langsamen Geschwindigkeiten durch die sanften Schaltvorgänge halt ein bisschen besser mit dabei. Unter Last habe ich tatsächlich halt immer so eine kleine Sekunde, die das Ganze länger dauert. Muss ich allerdings auch sagen, ist bei einem Diesel,
dieses sanfte Anfahren ist ja tatsächlich irgendwo so die große Stärke, die ich bei einem Doppelkuppler so nicht mitbekomme. Und wenn es tatsächlich um die letzte Performance geht, dann muss ich sagen, na gut, der Diesel ist eh auch ein bisschen schwerer und Co. Da holt man sich auch keinen. Der ist halt für Autobahn, längere Strecken, höhere Geschwindigkeiten, so ein richtiger Gran Turismo im ursprünglichen Sinne gedacht. Und dann rollt man irgendwo lang und denkt sich, oh, ich könnte es beschleunigen. Und dabei hat man die Geschwindigkeit sofort eigentlich schon aufgebaut und merkt das nicht. Das heißt, bei 70 ist es von den Geräuschen eigentlich echt gut im Innenraum, auch wenn man so einen kleinen Hauch schneller wird. Da fährt man 90, ist bei unter 1500 Umdrehungen jetzt. Und dafür, dass wir rahmenlose Scheiben haben, ist es vom Geräuschkomfort echt gut. Und das ist aus meiner Sicht so die Stärke von dem Auto, dass ich ihn einfach so benutzen kann, ohne dass er in irgendeiner Form aufdringlich ist. Das heißt, weder vom Motor noch von den Windgeräuschen macht es mir groß Stress. Und selbst wenn er tiefer ist, dann merke ich, das ist schon super bequem. Und gleichzeitig merke ich halt, ja Moment, diese ganz tote Mitte, die man manchmal so beim E46 vor allem mit einem bisschen ausgelutschten Fahrwerk hat, die ist auf einmal weg. Das heißt, er zeigt dann schon, er kann dann auch so ein bisschen anders. Allerdings, um auf Landstraßentempo zu kommen, da brauche eigentlich keine Leistung. Und da ist die Gaspedalstellung tatsächlich immer so bei gefühlten 10%. Wenn man es dann also tatsächlich mal aus einem Ort rausschafft und sich denkt, ja gut, es geht geradeaus und wie fühlt sich das Drehmoment eigentlich so an, dann merkt man halt, dass die 100 hatten wir jetzt ganz schnell erreicht in dem Fall. Und das Schöne ist eigentlich, vor allem nach dem Schaltvorgang merkt man, wie er sofort wieder den Druck aufbaut. Und das fühlt sich einfach sehr harmonisch an. Und man merkt tatsächlich, so, ich habe diesen kleinen Lader, der hat dann so einen Moment gebraucht. Und dann irgendwann kommt der zweite dazu. Und dann kriegt man Geschwindigkeit. Und dann merkt man auch gar nicht unbedingt, wie er die Geschwindigkeit aufbaut, weil er halt dieses Gleichmäßige durch die zwei Turbos schafft. Und das ist halt das Schöne. Und wenn ich jetzt also sage, okay, ich kann ja eigentlich auch hier sagen, ich habe meine Schaltwippen am Lenkrad und kann damit arbeiten, plus ich habe dieses Lenkgefühl und dann sind die Schaltzeiten auch noch völlig okay. Und dann ist man an dem Punkt, dass man sagen kann, ich kann das Auto auch anders fahren. Und deswegen sind so diese zwei Varianten, wie ich den 335D fahre. Autobahn, lange Strecke, niedriges Drehzahlniveau und einfach nur genießen. Oder ich sage eben, ja komm, ich schalte doch mal manuell. Ich sorge dafür, dass ich den großen Turbo mit an Bord habe und kann dann halt mit dem Fahrwerk arbeiten. Weil das Auto ist jetzt noch nicht übertrieben breit geworden, ist noch nicht allzu groß. Wir sind immer noch bei unter 4,60 Meter und wir sind auch noch so bei dieser 1700 Kilo Kategorie. Ja, das klingt jetzt nach viel, aber wenn man bedenkt, dass man halt auch einen Sechszylinder hat und eine Automatik hat und noch zwei Turbos hat, dann ist das halt das Gewicht, was so ein Auto hat. Und dann fühlt er sich für das Gewicht ziemlich dynamisch an. Und das ist so ein kleines bisschen mein Highlight. Wobei ich halt sagen muss, einfach diese Kombination aus, ich fahre ganz bequem an, ich habe ein bequemes, obwohl tiefes Auto und kann dann aber gleichzeitig halt auch hier und da einfach mal gucken, was so geht. Und ganz ehrlich, ich glaube vor allem auf so einer Autobahn, Zubringer, Auffahrt und ähnliches, um wirklich schneller zu sein als mit einem 35D, da muss man tatsächlich schon relativ große Kanonen auspacken und dann bei einem Benziner auch noch motiviert sein, ein, zwei Gänge mal runterzuschalten, während so der Durchschnitts-D-Fahrer dann halt einfach schon sehr, sehr fix unterwegs ist. Von daher, auf dem Weg zum Fazit, warte ich auf die nächste Abbiegung, damit wir noch mal so ein kleines bisschen beschleunigen können. Das E92 Coupé als 335 ist das Coupé für alle, die keine richtigen Hardliner sind. Die sagen, ich möchte ein schickes Auto haben, aber es ist für mich auch okay, wenn er durchaus praktisch ist, komfortabel ist und ich lange Strecken damit fahren kann. Das heißt, viele sagen ja, ein Coupé, das muss nur schön sein. Und sobald es praktisch ist, fällt das schon gar nicht mehr in die Kategorie mit rein. Und das ist halt so eine schöne Mischform. Weil aus meiner Sicht kann man so ein Auto jeden Tag benutzen. Man kann es jeden Tag gerne anschauen. Und auch solche Themen wie Verbrauch und Co. sind dann völlig im Rahmen für ein Auto mit fast 300 PS. Da muss ich sagen, ist es eine sehr gelungene Kombination und ich sage, man kann durchaus mal ein Diesel-Coupé fahren, denn das Ganze passt auch wirklich gut zusammen. Und ja, was ist das eigentlich im Carringer-Score am Ende und wie sieht es mit der Anschaffung eigentlich aus? Und da ist halt tatsächlich die Frage, was möchte man haben? Dieses Auto ist sehr
speziell. Denn wer kommt auf die Idee, Weiß mit Sattelbraun zu kombinieren, alle Häkchen zu setzen, inklusive dem Individual-High-End-Hi-Fi-System? Weil Hammann-Karton reicht doch und das kostet doch nur einen Bruchteil davon. Das heißt, wenn man genau sowas möchte, dann sucht man lange. Aber wenn man auch sagt, ja, ich will einen schwarzen oder einen mit schwarzem Leder, dann wird es deutlich einfacher. Aber so mindestens 10.000 Euro sollte man wahrscheinlich in der Hinterhand haben. Plus auch noch ein bisschen Geld für, nennen wir es mal, Spesen. Von daher, wirklich günstig sind die Autos noch nicht geworden. Und er bekommt jetzt 6 Punkte dafür die Anschaffung. Andererseits, wo bekomme ich denn einen Biturbo, Sechszylinder, Diesel mit der entsprechenden Leistung für das Geld. Beim Unterhalt ist eben genau das Stichwort. Wo kriege ich denn diese Leistung? Und ich habe 2 Turbolader. Das heißt, der ein oder andere wird das Auto vielleicht übermaßen so ein bisschen strapazieren. Das heißt, bei dem Gebrauchten sollte ich immer das Geld auch noch ein bisschen in der Hinterhand haben, egal ob es jetzt bei Turbos ist oder vor allem auch das Thema Achsen, Bremsen. All das geht auf jeden Fall ins Geld. Da gibt es nur 5 Punkte, obwohl der Verbrauch eigentlich immer einstellig sein wird, außer man ist völlig wahnsinnig unterwegs. Beim Thema Platzangebot bekommt er jetzt ganze 6 Punkte. Bewusst ein bisschen mehr als zum Beispiel Mustang, weil ich kann hier hinten tatsächlich gut sitzen. Und das ist so ein bisschen die große Überraschung gewesen. Beim Thema Komfort geht es genauso mit diesen 6 Punkten weiter. Das sieht hier eigentlich ziemlich unkomfortabel aus, fährt sich dann aber tatsächlich eine ganze Ecke besser als gedacht. Und zu guter Letzt die Frage, werde ich das Auto denn wieder los? Und da kriegt er 7 Punkte an sich. BMWs, M-Paket, das ist auf jeden Fall schon mal mein großer Pluspunkt. Andererseits ist halt immer so diese Diesel-Diskussion so ein bisschen bei dem einen oder anderen im Hinterkopf. Und so ein Auto will ich doch viel fahren. Also werde ich auch relativ viele Kilometer drauf haben. Und das schreckt wiederum auch eine Handvoll von meinen Kunden ab. Macht auf jeden Fall 30 Punkte für meinen Kopf. Und das ist ein Auto, das muss auch beim Kopf irgendwo leisten. Weil alle anderen hätten doch gesagt, ja, ich will ein 35i oder ich will ein M. Oder hätten sich irgendeinen anderen Benziner auf jeden Fall geholt. Ja, den allen gleich ist das Design. Und da gibt es ganze 8 Punkte. Und 8 Punkte gibt es eben auch beim Thema Fahrspaß. Klar, er ist ein bisschen moppelig, vor allem als Diesel mit Automatik, das drückt schon rein. Aber er drückt dann halt auch in den Sitz, weil 85 Newtonmeter lassen sich halt auch einfach nicht wegdiskutieren. Und wenn ich dann noch sehe, ich habe auch noch 1000 Kilometer Reichweite dabei, dann hat man tatsächlich jede Menge Fahrspaß. Bei der Ausstattung gibt es 6 Punkte. Ja, ein aktueller 3er, beziehungsweise in dem Fall dann 4er, der hat dann schon ein bisschen mehr. Aber wirklich das Wichtige zum Überleben habe ich. Und der hier hat auch tatsächlich noch eine ganze Ecke mehr. Beim Klang gibt es 7. Viel schöner kann ein Diesel eigentlich nicht klingen. Es bleibt halt ein Diesel. Und das Schöne ist halt, ich höre wenig von ihm und das ist sehr kultiviert. Und der letzte Punkt, wenn ich so daneben stehe. Die Hälfte von euch sagt jetzt, oh, der ist tief. Die Spiegelkappen, die Spoilerlippe, das Lenkrad. Bastelbude, sagt der eine, der nächste sagt, dass es irgendwie ein bisschen prollig, protzig irgendwas ist. Das ist halt so ein bisschen das, womit man kämpfen muss. Anderes kann man sagen, ja, das Auto ist genauso, wie ich es haben möchte. Und da gehen die Meinungen halt auseinander. Da gibt es 7 Punkte beim Image nochmal und 36 Punkte für mein Herz. Macht ja diabolische 66 Punkte für den 335D. Wie ist eure Meinung dazu? Coupé und Diesel, geht das zusammen? Und vor allem, wie hat euch dieser 335 gefallen? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.